Es war für das Theater der Stadt Lahnstein ein Schlag ins Gesicht. Mitte letzter Woche kam die Nachricht, dass mit sofortiger Wirkung alle Vorstellungen eingestellt werden müssen. Mit Blick auf die auch in unserer Stadt ständig weiter steigenden Corona-Infektionszahlen, die sich dramatisch zuspitzende Corona-Lage durch die starke Ausbreitung des Coronavirus in der Stadt Lahnstein und dem Rhein-Lahn-Kreis, war es dem Lahnsteiner Ältestenrat und mir, Oberbürgermeister Peter Labonte, wichtig, im Rahmen unserer eigenen Verantwortung durch die verordnete Notbremse in Lahnstein ein deutliches Zeichen zu setzen. So das Statement aus dem Rathaus auf unsere Nachfrage. Im Theater sitzt der Schock immer noch tief. Naja, wir sind schon geschockt. Also wir haben jetzt wochenlang vorbereitet, 60 Vorstellungen. Es betrifft 4 Stücke, die jetzt abgesagt wurden durch die Stadt Lahnstein. Und berechtigt denken wir nicht, denn das Land Rheinland-Pfalz macht sich natürlich auch Gedanken um Corona und um die Bekämpfungsmaßnahmen und hat dafür extra die 28. Corona-Bekämpfungsmaßnahme rausgegeben. Und da steht genau drin, wie man Veranstaltungen durchzuführen hat, damit die sicher sind. Und wir können das ehrlich gesagt noch toppen, indem wir halt eben hier in diesem Saal den Trotec, ein Luftreinigungsgerät, haben. Und wir könnten noch auf Abstand setzen, wir könnten 2G+ machen. Also wir könnten noch jede Menge mehr da drauf packen, dass es hier sicher ist. Und dann da vorzugehen und zu sagen, wir sagen alles ab, das trifft uns schwer und wir verstehen es auch nicht. Verständnis für die Entscheidung zu haben, fällt schwer, da andere Veranstaltungen, die nicht städtisch sind, in Lahnstein bis jetzt stattfinden dürfen. Kann das so sein? Wenn man mich fragt, würde ich sagen, nein, das kann nicht sein. Es wird so argumentiert, als ob da die vertragliche Situation anders gewesen sei. Fakt ist, da finden Großveranstaltungen in der Stadthalle statt. Fakt ist, dass wir unsere Aufführungen da nicht machen können. Fakt ist auch, dass alle anderen Theater in der Umgebung fast deutschlandweit noch offen sind, dass man in Koblenz ins Theater kann, ins Café Hahn, dass man die Landesbühne in Neuwied besuchen kann. Das heißt, wir sind ziemliche Solitäre hier. Und man kann schon sagen, dass diese Entscheidung des Ältestenrates uns die Füße weggezogen hat und dass die Schauspielerinnen und Schauspieler, die 2 ganz schlimme Jahre hatten durch Corona bedingt, jetzt wiederum vor dem Ausstehen und Wochen und Monate umsonst probiert haben. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Und wir müssen nochmal sagen, das ist doch klar, wir haben Respekt vor Corona, wir haben Angst vor Corona, wir tun alles, damit das hier ordentlich läuft. Und wir sagen, wenn es einen Lockdown gibt, bitte, aber dann sollten bitte alle in der Umgebung betroffen sein. Dann sollte auch ganz Lahnstein betroffen sein und nicht nur das Theater Lahnstein. Unverständnis für diese Entscheidung, ganz klar. Aus der Sicht des Theaters der Stadt Lahnstein wird hier mit zweierlei Maß gemessen. Ein persönliches Statement wollte man uns von Seiten der Stadt nicht geben. Nur so viel kam per Mail in unsere Redaktion. Die 28. Corona-Bekämpfungsverordnung ist der in Rheinland-Pfalz vorgegebene rechtliche Rahmen. Dazu gehört vor Ort noch immer auch eine standortbezogene Risikoabwägung und Gefährdungsabschätzung. Insofern hatten wir als Stadt mit einem mehr als besorgniserregenden steigenden Infektionsgeschehen zu entscheiden, was wir im Rahmen unserer rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten unmittelbar und konkret zum Schutze aller tun können. Dazu gehört aus unserer Sicht für uns vor allem, die Kontakte auf ein unbedingtes Mindestmaß zu reduzieren, um so die hohen Coronavirus-Infektionszahlen einigermaßen in den Griff zu bekommen. Die nach Abstimmungen im Ältestenrat der Stadt Lahnstein erfolgte Absage der städtischen Veranstaltungen und somit auch der Theatervorstellung ging es uns darum, die Gefährdungssituation für unsere Bevölkerung und auch unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hier auch Beschäftigten im Bereich der städtischen Bühne Lahnstein, deutlich zu verringern. Pandemie bekämpfen und auf Stadtebene können wir das nur tun, was in unserer Macht steht. Auf weitere Fragen, warum genau es den Spielbetrieb des Theaters getroffen hat, haben wir keine genauen Antworten bekommen. Die bittere Realität der Schließung sorgt für massiven Arbeitsaufwand intern und natürlich auch für Existenzängste. Naja, wir sind jetzt in der Situation, dass wir den Probenbetrieb eingestellt haben. Wir hatten rund 56 Aufführungen noch mit Alice gehabt. Wir haben die abgesagt. Teilweise waren das ja Schulklassen, Kindergärten. Wir sind also im Moment in einem Zustand, dass wir sagen, wir können das nicht einfach wieder hochfahren. Und das ist das Schwierige an dem Prozess. Und so bitter das ist, so brutal das ist, so existenzvernichtend das auch für die Künstlerinnen und Künstler ist, wir müssen jetzt im Grunde damit umgehen und letzten Endes versuchen, irgendwann, Januar, Februar, wenn es denn geht, wieder neu zu beginnen. Wie heißt es? Die Hoffnung stirbt bekanntermaßen zuletzt.
Die Frage der Gerechtigkeit in diesem Fall bleibt trotzdem weiter unbeantwortet. Und genauso geht auch das Theater in die Zukunft, nämlich mit einem großen Fragezeichen.